hier stehen und meine Erde beleidigen lassen. Ich liebe mein Land, weil hier steht La Ilaha. Und ich liebe mein Land. Ich kann nichts nur wegen dem anderen Land mein Land wegschmeißen. Falls irgendwer meine Mutter anfassen würde, mir wäre egal, ob ich Gefängnis bekomme. Ich bin 5 Jahre. Ich würde für sie sogar sterben. Die meisten Väter von den Jugendlichen sind in den Krieg gefallen. Jetzt sind sie alle Väter aufgewachsen. Jetzt fehlt die Autorität. Ganz einfach. Um Glück musst du kämpfen, Probleme gibt es gratis. Ich bin scheiße geworden, nicht gut geworden, das ist so. Ich bin 24 Stunden im Park unterwegs. Vielleicht haben Sie solche Schlagzeilen auch gelesen. Straßenkampf der Jugendbanden. Konflikt zwischen afghanischen und tschetschenischen Gruppen eskaliert. Massenschlägerei, 50 Jugendliche involviert. Ist das wirklich so? Und warum kommen da immer Tschetschenen und Afghanen vor? Wir haben versucht, Jugendliche aus Tschetschenien und Afghanistan kennenzulernen, um herauszufinden, was da wirklich los ist, um das von ihnen zu hören. Und begonnen haben meine Kolleginnen Julia Kovarik und der Mitarbeit von Alexandra Augustin ihre Recherchen hier in der Venedigau, in einem Park, der von vielen Jugendlichen als Afghanerpark bezeichnet wird. Am Anfang war nicht ganz klar, ob irgendjemand mit den beiden überhaupt reden würde oder ob das Kamerateam gleich aus dem Park vertrieben wird, aber weit gefehlt. Kaum war die Kamera aufgestellt, sind schon Trauben von Jugendlichen herumgestanden und haben bereitwillig und eigentlich sehr offen mit uns geredet. Offenbar haben viele der jungen, hart wirkenden Männer sehr viel Tagesfreizeit und das ist vielleicht auch eine der Ursachen für viele Konflikte. Viele sagen, sie würden ja gern arbeiten oder wenigstens Deutschkurse besuchen, aber die langsame Bürokratie, die Chancenlosigkeit, die Perspektivlosigkeit, das würde sie allalong verderben und zu schlechten Menschen machen. Die heutige Reportage will niemanden frei oder schuldig sprechen. Sie versucht Einblick zu geben in die Gedankenwelt von jungen Leuten, die hier gestrandet sind. Der Bahnhof Praterstern, ein sozialer Brennpunkt in Wien. Gleich daneben liegt ein Park, die Venedigau. Hier kommen alle zusammen, Jungfamilien, Obdachlose und vor allem junge Männer. Viele von ihnen sind Flüchtlinge aus Afghanistan. Dieser Park ist ein ungemütlicher Ort, so hört man. Schlägereien und Drogenhandel gehören hier zum Alltag. Manchmal sieht man hier einen gut gekleideten Herrn, der die jungen Männer anspricht. Es ist Ghusuddin Mir vom afghanischen Kulturverein AKIS. Die Jugendlichen beschweren sich, dass die Polizei ständig Leibesvisitationen durchführt. Hallo. Seit den vielen Schlagzeilen im Frühjahr wird hier besonders viel kontrolliert. Wie oft werdet ihr denn kontrolliert am Tag von der Polizei? 4, 5, 6, 7 Mal sowas. Ich komme in Praterstern, die sagen, Praterstern ist schlechter Platz. Ich gehe Langstraße, die sagen, das ist schlechter Platz. Ich gehe Handelsgate, die sagen, das ist schlechter Platz. Wo soll es sonst gehen, bitte? Ja. Prater schlecht, Römerplatz schlecht, Stepanplatz schlecht, dann wo ist gut, bitte? Aber das heißt, ihr wisst eigentlich nicht, wo ihr hingehen sollt? Ja, wir wissen selber nichts. Okay, zum Beispiel. Keine Ahnung, wir kommen hier in Bankpark, sitzen Polizei und sagen, hey, scheiße, Afghanen ist schlecht. So. Römerplatz gehen, hey, es ist schlecht, okay, wir können nichts für 24 Stunden wie eine Frau zu Hause bleiben. Manche Leute kommen da, die haben kein Geld, gar nichts, deswegen die machen Drogen. Nicht alle, nicht alle. Manche Leute machen diese Drogen, nicht alle. Und Polizei ganze Zeit, jede Stunde kommt. Zuerst musst du deinen Ausweis nehmen und dann kontrollieren. Du gibst Ausweis und sofort Hose runter. Und das am Wachzimmer, oder? Na, nicht Wachzimmer, einfach auf Park. Da, die Leute, die ganzen Leute schauen dich an wie ein Pense. Überall, egal wo du bist, egal wo du bist. Die Polizei interessiert das nicht, dass du Wachzimmer gehst oder Polizei Dings gehst, damit du kontrolliert wirst. Normalerweise auf Park. Du musst deine Hose sofort runter und die musst du Beitrag machen, dass du in deinen Arsch was reingesteckt oder nicht. Gesucht wird dabei in der Regel nach Drogen. Die Polizei sagt, dass das bei Verdachtsfällen erlaubt sei. Auch im Park, wenn nötig. Natürlich nehme man dabei auf die Menschenwürde Rücksicht. Seid ihr die meiste Zeit im Park unterwegs? Ja, was sollst du sonst machen? Aber nicht, dieser Park, nicht immer in dieser Park. Es, Wien ist 23 Bezirk. Wir können jeder Park gehen, nicht allein dieser Afghanerpark. Nicht Park Polizei, das heißt Afghanerpark? Ja. Das ist der Afghanerpark. Ich weiß nicht, wie dieser Park heißt, aber ja, Wien kennt den Afghanerpark, Wien kennt das. Nicht allein Afghaner, Tschetschenen, Afghaner, alle Ausländer kennen Afghanerpark im zweiten Bezirk. Unweit von hier sollen 3 Afghanen im April eine Frau vergewaltigt haben. Der 15-jährige Imran spricht uns von sich aus darauf an. Das Thema scheint ihn und seine Freunde zu beschäftigen. Afghaner sind nicht so. Wir können unsere Eltern sagen, wir wollen eine Frau haben. Die können, wir können heiraten oder so. Und bitte, wir kommen wegen einer Mädchen in Wizifike. Wir schämen uns selber, wir schauen unten und wir sagen, was die anderen Leute machen. Und wegen irgendeiner Leute, die Polizei sagt zu uns, scheiße Afghaner.
Das ist unnötig, bitte. Die meisten von ihnen sind ganz allein nach Europa gekommen, mit falschen Vorstellungen, sagt Gusudin Mir. Ja, Europa ist Paradies, Europa liegt in den Bäumen, Geld und so weiter, alle Möglichkeiten, du bekommst, wenn du kommst nach Österreich. Wenn du kannst sagen, das bin ich Minderjähriger, sofort bekommen sie alles unterstützen. Ahmadullah kam mit 15. Er dachte, Europa sei ein einziges großes Land und Deutschland seine Hauptstadt. Der Schlepper hat ihn genau hier am Praterstern aus dem LKW aussteigen lassen. Zusammen mit 40 anderen Flüchtlingen. 5 Jahre ist das jetzt hier. Asylwerber dürfen nicht arbeiten. Sie bekommen Essen, ein Bett und 40 Euro Taschengeld im Monat. Ahmadullahs Vorstellungen von Europa und seiner Zukunft hier haben ganz anders ausgesehen. Ich bin da gekommen 2011. Ich war eine gute Junge. Ich bin bei ihm erster Tag gewesen, in Pension. Und ich wollte dort lernen, alles machen, brav zu lernen und Leben weiterbringen. Aber ich bin noch immer in 5 Jahren. Ich bin scheiße geworden, nicht gut geworden. Das ist so. Das heißt, dass, wenn du das auf dem Asyl hast du gewartet, schon lange? Ja, 5 Jahre. Auf dem Interieur hast du gewartet. Und du warst unter Druck von deiner Familie und du warst unter Druck von da und allgemein. Ja, so ist das. Ich habe keine Beschäftigung? Gar nichts. Keine Beschäftigung, keine Deutschkurs, keine Schule jetzt. Ich bin 24 Stunden im Park unterwegs. 3 Schnellbahnstationen weiter in Wien-Floridsdorf. Hier, hinter dem McDonald's, soll ein beliebter Treffpunkt für junge Migranten sein. Als wir ankommen, wird gerade kontrolliert. Personsbeschreibung, ca. 1,65 bis 1,70 dunkel gekleidet, dunkle Haare. Bis zum nächsten Mal. Ja. Sehr gut sicher wieder. Ist sicher. Habt ihr eigentlich sowas wie einen Anführer? Ich kann jeden Fall, ich bin der Anführer. Na, aber gibt's sowas? Sozusagen bin ich Anführer. Nein, es gibt keinen Anführer. Wir werden alle gleich behandelt. Es gibt keinen. Der Schwächer, Stärker, Ärmer, alle sind gleich. Said ist mit seinen 18 Jahren der Älteste und in Tschetschenien geboren, wie die meisten aus seiner Clique. Aber auch Türken, Tunesier und Afghanen sind dabei. Sie treffen sich hier jeden Tag, denn Freizeit haben sie mehr als genug, erzählen sie. Einen richtigen Job hat kaum einer von ihnen. Ja, ich mache momentan IMS-Kurs. Am 22. Jahr. So lacht sie. Jeder fängt mal unten an und geht nach oben. Was würdet ihr gerne arbeiten, wenn ihr es euch quasi aussuchen könntet? Entweder Kfz oder Merkur. Mein Traum war eigentlich Arzt. Mein Vater ist damals im Krieg verstorben, im Tschetschenienkrieg. Mein Nachbar wurde von mir erschossen. Der andere wurde geköpft, von dem Russen alles. Und ich war da relativ klein, 6 Jahre alt war. Ich kann mich noch immer gut daran erinnern. Deswegen, es gab nicht viele Ärzte bei uns. Deswegen wollte ich früher immer Arzt werden. Aber es hat irgendwie nicht geklappt, wegen der Schule. Ich könnte nicht so gut Deutsch. Mit 9 Jahren ist er mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder Ahmed nach Österreich geflohen. Zunächst nach Bregenz. Ahmed erinnert sich. Die reden ganz anders. Hallo, mein. Langsam weißt du, wo bist du, was machst du? Die reden so. So würde es anders, andere Land sein. Dort ist eh schon besser als hier, finde ich. Hier Kriminalität dort nicht. Was lachst du? Na wirklich, dort passiert nichts. Dort keine Schlägereien, keiner macht den Meier. Seitdem wir hier nach Wien gekommen sind, gab es so Probleme. Immer Probleme hintereinander. Jeder will stärker als der andere sein. Alle wollen seine Kraft beweisen, seine Männlichkeit. Und es gibt verschiedene Nationalitäten. Die manchen verstehen sich, die manchen verstehen sich nicht. Dann kommt halt zum Konflikt, dann gibt es Rauferei. Die anderen wollen Rache nehmen, die kommen mit 100 Leuten. Dann sagen die, wir kommen mit noch 100 Leuten. Diese beiden Männer sind keine Jugendlichen aus dem Park. Sie schauen nur so aus. Sie sind Zivilpolizisten, voll ausgestattet mit Dienstpistole, Pfefferspray und Handfesseln. Sie kontrollieren verdächtige Jugendliche. Sie sind eine Sondereinheit zur Bekämpfung von Bandenkriminalität. Wir müssen die Polizisten verpixeln, damit sie nicht enttarnt werden. Am Handelsquai gab es in letzter Zeit immer wieder Schlägereien. Wir begleiten die Sondereinheit, 10 Polizistinnen und Polizisten auf Streife. Ziel ist es, die Szene zu erfassen. Oberstleutnant Robert Klug ist der Chef der Einheit. Wir teilen uns jetzt auf und schauen eben, wo gibt es Gruppierungen. Und dementsprechend werden wir dann an die Personen herantreten. Immer wieder aber auch mit Bedacht auf die Eigensicherung. Denn eines muss man schon sagen, unser Klientel kann auch durchaus bewaffnet sein. Und wir wissen auch nicht, wie sie reagieren, wenn sie jetzt plötzlich eine Polizei sehen. Ich glaube, wir werden zur Donauinsel fahren und dort unser Glück probieren. Warum wissen Sie, dass die Jugendlichen da oben nicht verdächtig sind? Weil die Jugendlichen keine Jugendlichen mehr sind. Die sind alle schon über 20. Das heißt aber jetzt nicht, dass sie nicht verdächtig sind, aber wir sind eben für Jugendliche zuständig. Was jetzt auch nicht heißt, dass wir jetzt absolut bei anderen nichts unternehmen würden, aber die sind jetzt nicht für Kontrollen vorgesehen. Oberstleutnant Klug möchte uns zeigen, wo der letzte große Einsatz für die Kriminalisten war.
In Wien sucht die Polizei nach Tätern und Tatwaffen nach der Massenschlägerei am Samstagabend am Handelskai. Mehrere Jugendliche sind schwer verletzt, 5 Jugendliche aus Afghanistan sitzen in U-Haft. Da draußen ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen von ca. 30 bis 40 Jugendlichen. Der Großteil waren Afghanen und die Minderheit waren russische Staatsangehörige. Und die Auseinandersetzung hat eigentlich stattgefunden, weil ein Jugendlicher den anderen über Internet beschimpft hat. Eigentlich hat er ihn beleidigt, er hat die Mutter des einen Jugendlichen beschimpft. Die zwei Jugendlichen haben sich dann ausgemacht, dass sie sich im Park treffen und sich das wie unter Männern ausmachen, also sprich, sie haben miteinander gekämpft. Wenn die Polizei von Banden mit russischen Staatsbürgern spricht, sind in der Regel Tschetschenen gemeint. Auch die Clique von Said ist in diese Schlägerei hineingeraten, ohne es zu wollen, wie sie betonen. Einer wurde sogar mit einer Eisenstange am Kopf verletzt. Saids Bruder Ahmed war auch dabei. Eigentlich wollte ich nicht mal kämpfen gegen die. Wir hatten nicht mal einen Grund, mit denen zu kämpfen. Das sind auch Moslem, wir sind Moslem. Danach wollten wir nicht kämpfen, aber wir sind gekommen und danach auf uns sind sie losgegangen, wir haben uns dann nur gewehrt. Was der Grund für den Kampf war, wissen sie gar nicht. Meistens seien es Kleinigkeiten. Sie finden, dass die Afghanen unfair kämpfen. Sie würden kleinere schlagen und Waffen benutzen. Wir stechen einfach zu, ich könnte das nicht machen. Bei denen war es egal, ob kleine Kinder oder nicht kleine Kinder, die haben einfach zugestochen. Die haben nichts zu verlieren, wir haben was zu verlieren. Wir sind hier mit Eltern hier, wir sind ohne Eltern hier, die leben ja, in... Wenn wir jetzt kämpfen, ich hab zu welches aber Herz immer nicht so für Eltern und ja, das ist anders. Weißt du, was der meint? Ja, ich weiß, was er meint. Wenn ich ihn jetzt abstechen würde, ja. Wenn ich ohne Eltern hier bin, ist mir egal. Ich habe keine Eltern, ich habe nichts zu verlieren, ich steche einfach ab. Aber ich habe Eltern. Leben, du hast ein Leben zu verlieren. Die haben kein Leben. Job. Wieso haben die kein Leben? Wir wollen auch die afghanische Seite hören. Wie sehen Sie den Konflikt Afghanen gegen Tschetschenen? Und warum gibt es diesen Konflikt überhaupt? Die sind ganz depperte Menschen. Wer? Ja, die? Die Tschetschener. Die gegen kleine Jugendliche, so wie ich. Ich gehe nicht zur Donauinsel, Donauzentrum, Kagran, irgendwo. Ich will gerne dort gehen. Aber dort sind viele Tschetschener Jugendliche, die kennen mich. Keine Ahnung, die will streiten und ich bin immer jeden Tag hier. Ich habe gar nichts gemacht. Ein Tschetschener gekommen, der hat mich da geschlagen. Ohne Grund. Wir erfahren, dass es so etwas wie Revierkämpfe gibt. Also, wem gehört welcher Park? Und vor allem auch jede Menge Missverständnisse. Wir sitzen in dem Park. Und die kommen so und sagen, wir brauchen Gras. Wir sagen, wir verkaufen kein Gras. Was willst du von uns? Ja, die sagen, du musst uns Gras geben, sonst wir schlagen euch. Wir gehen einfach weg und dann die hinten sagen, die sagen in englischer Sprache, belehrt euch, hat kein Eier und so. Euch kann nichts mit uns kämpfen. Wenn wir kämpfen, wir wollen eigentlich nichts kämpfen, Kämpferzerei haben, weil unser Land schon nicht genug gekämpft. Tschetschener sagen, wir haben keine Gegner. Und Afghaner sagen, wir haben keine Gegner. Das ist das Problem. Tschetschener sagen, ganz Wien, wir haben keine Gegner. Und wir sagen, wir sind im Krieg geboren. Wir haben auch keine Gegner. Außer Gott, wir haben keine Gegner. Manchmal geht es wenigstens auch um die Liebe. Wegen tschetschenischen Mädchen kommen mit Afghanen Leute zusammen und dann tschetschenische Leute kommen. Warum gehst du mit diesen Mädchen? Wegen das alles Stress. Wegen Mädchen. Das sagen die Tschetschener. Ja, aber wenn ein Mädchen will mit mir, egal wer, ich kann machen. Ich bin auch Junge. Ja, ist egal, Tschetschener oder Albaner oder Österreicher oder Juden oder egal. Ich bin auch jung, wenn Mädchen will, was glaubst Früher hatten die Tschetschenen das Sagen im Park. Seit der Flüchtlingswelle 2015 sind die Afghanen plötzlich in der Mehrheit. Offiziell leben ein Drittel mehr Afghanen in Wien als noch im Vorjahr. Cricket ist ein beliebtes Hobby der jungen Afghanen. Und dann müssen sie los, in die Moschee gleich ums Eck, wir gehen mit. Viele der jungen Männer, die wir kennenlernen, sagen, dass sie täglich beten. Es sei ihr einziger Fixpunkt. Dürfen wir mit unserer Kamera überhaupt in die Moschee? Wir wissen nicht, ob wir dürfen. Wir müssen fragen. Ein kurzer Anruf an irgendeine höhere Stelle und wir dürfen mit. Für eine angemessene Bekleidung wird auch gesorgt. Es ist nicht so schwer. Ich nehme ein Foto von dir auf. Jugendlicher, die da beten, oder wie? 5-mal am Tag muss der gläubige Moslem beten. Jetzt ist Ramadan, da ist das besonders wichtig. Beten helfe auch gegen kriminelle Energien, erklärt man uns. Das stünde so im Koran. Wenn der Muslim betet, ja, der macht, man soll er brav sein. Weil da steht drauf, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Wenn jemand betet, normalerweise macht er nicht solche schlimme Taten. Wir müssen weiter. Ahmadullah hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Hallo.
Hallo. Wie geht's Ihnen? Hallo. Gut, wie geht's euch? Auch gut, danke. Er möchte uns seine Zwei-Zimmer-Wohnung zeigen. 770 Euro Miete kostet sie. Sie wohnen hier zu viert. Omid ist Tischler. Nur weil er einen fixen Job hat, haben sie den Mietvertrag bekommen. Das ist normal unsere Küche. Ja. Bei uns ist die Männerküche nicht, ne? Wir haben hier gelernt, das ist normal, bei uns kocht nur die Frauen, ja. Bei uns ist die Frauen sind Hausfrauen und Männer sind draußen arbeiten und so. Kultur ist so. Unsere Frauen leben besser als hier österreichische Frauen, aber wenn wir sagen, die Leute sagen, na, das ist Demokratie und so. Hier so Frauen arbeiten und so, bei uns nicht. Wir arbeiten, wir machen. Die Frauen sind Chefin von uns zu Hause sind Chefin, Frauen sind. Was die brauchen, musst du geben, ja. Ahmedullah, war das schwierig für dich, so kochen lernen, Haushalt führen? Ich bin selber als Koch. Ich bin selber Koch. Für mich ist es nicht schwieriger. Ich habe als Koch gearbeitet. Was arbeitest du? In Afghanistan auch, hier auch. Was arbeitest du jetzt? Momentan Kurs. Eines? Ja. Was machst du? B1. Muss ich diesen Kurs machen wegen Visum? Ja. Einer geht arbeiten früher so, dann kommen im Bett schlafen und dort schlafen. Heute, wir haben schon ein bisschen nicht sauber gemacht, aber trotzdem ist es, ja. Ihr schlaft abwechselnd in dem Bett? Na, wie zum Beispiel, eine schlaft hier, eine schlaft dort. Die, welche schlaft später, dann schlaft dort. Ja, aber wenn wichtige Arbeit in die Früh geht, dann schlaft nicht dort, dann kommt ihr ein bisschen, weil ihr ruhig muss man sein, ja, das ist so. Also es hat nicht jeder seinen fixen Schlafplatz? Das ist nicht wichtig, aber jeder hat seine Decke und seine Sachen sind fixes, ja. Wieder in Floridsdorf. Said und seine Freunde haben Besuch von Hussein Iskanov. Ihn kennt jeder in der tschetschenischen Community. Er ist ein sogenannter Ältester. Mit Sorge beobachtet er die Jugend im Park. Besonders wegen der Konflikte mit jungen Afghanen versucht er zu vermitteln. Er meint, dass es beide Gruppen schwer genug haben. Ein zusätzlicher Konflikt sei überflüssig. Wir müssen nicht miteinander kämpfen. Wir haben schon genug Feinde und genug Opfer und genug blutige Geschichte. Hussein Iskanov hätte gerne ein tschetschenisches Kulturzentrum, damit die Jugend ihre Freizeit nicht auf der Straße verbringen muss. Außerdem hätte man sie dort auch besser im Auge. Bei vielen Konflikten fällt uns auf, geht es um nichts Konkretes, sondern einfach um das, was sie als Ehre bezeichnen. Ist Ehre was, was wichtig ist bei Tschetschenen? Ehre, die Ehre. Ja, Ehre ist wichtig, ja, bei uns. Seit 400 Jahren kämpfen wir gegen die Russen und es gab Niederlagen, wir haben gewonnen. Und seit Tschetschenien existiert, geht es da um Ehre. Bei uns in Tschetschenien hat man einem Mann keinen Respekt gezeigt, wenn seine Schuhe schmutzig waren. Und jeder Mann hat immer Taschentuch mitgenommen, jeder fünfte, 10 Meter, wenn er geht, Schuhe geputzt. Jedes Mal, wenn sie gesehen haben, du hast schmutzige Schuhe, keinen Respekt. Immer sauber anziehen, immer schön reden. Bei uns in Tschetschenien Kultur ist Respektsache. Ich kann jetzt nicht vor ältere Tschetschenen, die da waren, jetzt stehen und, wie soll ich sagen, schlimme Worte vom Mund nehmen oder rauchen vor denen oder falsche Blicke machen. Das geht nicht. Immer Hände nach hinten, schön reden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das höre ich öfters, dass Österreicher keinen Respekt vor Eltern haben und so. Na, es gibt auch gute Österreicher. Es gibt Tschetschener, die. Ja, ich weiß. Haben nicht alle gemeint? Nein. Ich höre das, habe ich gesagt. Wenn jemand zu mir sagt, ja, deine Familie ist so und so, nein, geht nicht. Ich würde ihm gleich sagen, halt entweder deine Fresse oder wir klären das anders. Und wir verteidigen unsere Ehre. Ehre ist was Höheres bei uns. Zum Beispiel mein Vorfahren. Mein Vater hat den Krieg gekämpft, mein Opa hat den Krieg gekämpft, sein Opa, alle. Ich kann jetzt nicht hier stehen und meine Ehre beleidigen lassen. Das geht gar nicht. Oh, Blecki, komm her! Uns fällt auf, dass die Klicken recht gemischt sind. Said hat trotz allem einen afghanischen Freund. Yes, Bruder. Alles leer? Ja, okay. Was geht ab? Piss, Mann. Hey, sag Spaß, hör damit auf, bitte. So was macht man nicht hier. Es gibt gute Leute von uns, es gibt auch schlechte Leute. Es gibt schlechte Türken, gute Türken, schlechte Araber, gute Araber, Afghanen. Man kann nicht alle in den gleichen Topf schmeißen. Wenn ich jetzt einen Österreicher sehe, blonde Haare, blaue Augen, ich kann jetzt nicht sagen, er ist ein Nazi. Er ist von Hitler, keine Ahnung. Oder wenn ich jetzt ein, zum Beispiel, ich werde jetzt öfter Terrorist genannt, weil ich Bart habe. Bart trage ich nicht einfach so, sondern wegen meiner Religion her, weil unser Prophet hat auch Bart gehabt. Und deswegen trage ich auch Bart. Aber so lange Bart lasse ich nicht, weil Eltern lassen das nicht so. Die sagen, du bist noch zu jung, ich bin 18 erst. Und länger als das lasse ich nicht. Haben Sie gesehen? Eigentlich, wenn Sie uns hier sehen, so sitzen, kommen die uns immer kontrollieren, alles rauspacken, alles, was ihr habt. Manchmal, wenn sie nicht gut drauf sind, klatschen sie einen von uns oder machen T-Shirt kaputt. Mhm. Und jetzt ist Kamera, gehen sie weiter. Ganz nice. Warum sind sie weiter? Aber ganz nice. Ganz. Uns wundert, dass trotz Arbeitslosigkeit etliche der Burschen ein Auto haben.
liest man öfter so in Zeitungen und so, dass es sowas wie Banden gibt. Gibt es das wirklich? Banden, das ist eine alte Geschichte, Banden. Früher hat man von Banden gehört, damals noch 2013, 2014, aber es ist jetzt 2016. Jetzt momentan höre ich gar nichts von Banden. Hier gibt es keine Banden, in Handelsk gibt es keine Banden. Wir sind halt Freunde, normale Freunde. Wir sitzen hier ganz normal, wir machen, wir schlagen. Wenn es sein muss, dann schlagen wir zurück. Wir nehmen keinem was weg, wir sind ganz normal, wir sitzen hier. Aber jeder, ja. Wir wollen wissen, warum wir sie eigentlich nie mit Mädchen sehen. Wenn ich jetzt da sitze mit denen zusammen und 5, 6 Mädchen sitzen neben uns, geht ein älterer Tschetschene vorbei, das ist respektlos. Oder geht irgendein Araber oder Afghaner, das ist respektlos bei uns. Es geht um Stolz und um Ehrensache, deswegen sind wir lieber unter uns, statt dass uns dann später, meine Mutter geht vorbei, ich habe seinen Sohn mit irgendwelchen Mädchen gesehen. Wir sind noch zu jung für sowas. Wenn es sein muss, dann, wenn wir älter werden, dann, wenn wir heiraten, dann ist was anderes, ja. Deswegen, wenn Mädchen kommen, sagen wir Hallo, bitte weitergehen. Wir wollen hier alleine sein. Ist nicht gut, wenn wir jetzt mit denen so, wie das Freunde so, sind eigentlich eher was Wertvolleres. Und es ist nicht gut, wenn wir mit denen so normal befreundet sind und so weiter. Wo sind die Mädchen? Also die eure Schwestern oder so? Die tschetschenischen Mädchen, wo sind die? Zu Hause kochen. Punkt. Und putzen. Doch nicht alle tschetschenischen Mädchen kochen und putzen nur. Hier wohnt Herr Hussein Iskanov, der Älteste aus dem Park mit seinen 6 Töchtern. Alle besuchen ein Gymnasium. Und die Erstgeborene studiert Jus. Herr Iskanov hat in beiden Tschetschenienkriegen gekämpft. Dazwischen war er Politiker. Was ich mache, ich bin sehr verantwortlich, ja, für unser Volk, für Jugendliche. Ich weiß, dass die jugendliche Vater mehr als 50% Väter von Jugendlichen sind unter den Krieg gefallen. Dass die Jugendlichen brauchen, wie kann ich sagen, weniger Hände oder so, weniger Hand. Oder, Vorbilder. Vorbilder, ja. Die Mädchen seien angepasst, den Burschen setze niemand Grenzen. Tschetschene ist in den Parks sogar eine Art Marke. Mitunter geben sich auch Nicht-Tschetschenen als Tschetschenen aus. Tschetschenische Marke hat Afghanische getroffen. So ist. Die sagen, wir sind cool. Die anderen sagen, wir auch cool. Und ja, und niemand arbeitet mit diesen Jugendlichen. Kriegt ihr das auch mit, dass wenn man aus Tschetschenien kommt, dass das fast wie eine Marke ist? Ja, klar. Also wenn man jetzt jemanden angenommen Angst machen will oder so, sagt man halt so, ja, ich bin Tschetschener oder ich habe tschetschenische Freunde. Das verbindet man halt mit Stärke oder halt, wie es manche sehen. Kommt drauf an, wie es jeder sieht, aber ich glaube schon, dass es so ist. Und hat das auch Nachteile manchmal? Ja, natürlich. Also ist nicht leicht, also zum Beispiel bei der Arbeit oder so. Ja, wenn man hört jetzt Tschetschener oder so, sagt man halt, ja, vor denen muss man aufpassen, die sind gefährlich oder so. Aysan Iskanova gestaltet Kochsendungen fürs Internet. Das mache sie für die österreichische Exilgemeinschaft, erzählt sie. Vor allem für die Jungen, um die Erinnerung an die Heimat aufrecht zu erhalten. 30.000 Tschetschenen leben in Österreich, davon die Hälfte in Wien. Es ist Ramadan. Ein langer Fastentag neigt sich dem Ende zu. Heute ist um 21.19 Uhr Sonnenuntergang. Die Gläubigen dürfen wieder essen und trinken. Das tägliche Fastenbrechen. Wir fahren nach Floridsdorf. Im Fastenmonat Ramadan bleiben Said und seine Freunde viel zu Hause, beten und schlafen. Wir haben uns alle vor wie vielen 3, 4 Stunden so getroffen am Skaterpark. Und wir ja, ein bisschen abgelenkt, damit wir nicht halt essen, ein bisschen weit von der Öffentlichkeit. Weil wenn wir sehen, dass einer isst, dann bekommen wir auch Hunger und ja. Ist euch Religion wichtig? Ja. Das ist das Erste, was im Leben. Also nach der Religion lebst du. Also. Wie gesagt, jeder Mensch stirbt, keiner wird ewig leben. Die Leute, die reichen Leute zum Beispiel oder die mächtigsten Leute dieser Welt, die sind zwar mächtig jetzt, aber was passiert, wenn sie sterben? Jeder hat gleiche Grab. Heute sind alle erschöpft. Der Tagesablauf im Ramadan ist anstrengend. Kurz vor 11 Uhr gehen sie noch einmal in die Moschee beten. Um 3 Uhr früh steht dann das Morgengebet an und die letzte Mahlzeit vor dem nächsten Fastentag. Und was habt ihr heute dann gegessen jetzt zum Abendessen? Nudelbox habe ich gegessen, 2, 3. Da vorne. Also im Moschee gibt es auch gratis Essen, also die was fasten. Also die was kein Essen finden oder so, essen sie im Moschee dann im gratis. Polizeioberstleutnant Klug hat es eilig. Er wurde darüber informiert, dass sich verdächtige Jugendliche auf der Donauinsel aufhalten. Ja, vor allem, wir wissen ja nicht genau, wo sie sich jetzt aufhalten. Sind sie da, aber anzunehmen ist, dass sie eher rechts rüber sind. Was ist das für eine Gruppe? Christian, wo ist er?
Ah, der Christian ist schon drüben, ja. Was ist das für eine Gruppe? Das sind russische Staatsangehörige. Also eigentlich, die wir im Visier haben, dass wir ein bisschen schauen, wo halten sie sich auf, wer ist in der Gruppierung. Wir werden jetzt da vorne dann sozusagen in Zangenbildung werden wir zusammenstoßen und dann werden wir halt eine Gruppierung untersuchen. Also wieder Tschetschenen. Aber als wir ankommen, ist niemand mehr da. Auch sonst ist es eher ruhig. Also wenn Sie wirklich strenggläubig sind, sollten Sie sich jetzt noch zu Hause aufhalten. Fasten, nichts essen, nichts rauchen, nichts trinken. Und erst am Abend dann wieder ausschwärmen. Also würde ich vorschlagen, wir machen einmal eine taktische Pause, dass wir wieder Kräfte sammeln und schauen dann, wenn es später wird, noch zu verschiedenen Brennpunkten. Zurück in der Venediger Au. Wir beobachten einen Streit. Im Ramadan liegen oft die Nerven blank, erzählt man uns. Ein Afghane, der müde vom Fasten ist, fühlte sich von einem nicht fastenden Landsmann gestört. Wir sind alle Brüder, aber wir machen trotzdem Stress. Wir machen Stress, 2 Stunden, 3 Stunden später, wir sind normal wieder. Und warum gibt es dann Stress? Keine Ahnung, das ist der scheiße Kopf. Wenn du um 12 Jahre alt bist, gehst du raus von deinem Land und ohne Mama, ohne Eltern. Und dann denkst du selber, dann kommt automatisch dieser scheiße Kopf Stress. Dann suchst du selber Stress. Ich habe genug, in unserem Land gibt es genug Krieg. Und so. Ich habe das ganze Leben nur Bombe und Sachen gehört mit meinen Ohren. Ich will auch so wie du leben, dass 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden mit Freunden chillen und so was, 24 Stunden. Einen Schritt näher zu einem geregelten Leben ist Imran, den alle Spartakus rufen. Er hat gestern sein Zeugnis bekommen und jetzt seinen Pflichtschulabschluss. Doch der Ferienbeginn macht ihn gar nicht so glücklich. Ja, schon extrem traurig. Ich will eigentlich wieder zur Schule gehen. Ich liebe Schule. Ja, Schule ist viel besser als Arbeit. Und das sage ich nur ich nichts, sonst jeder sagt zum Beispiel sie. Ja, ich war auch der letzte Schultag. Ja, sehr. Schon traurig, wenn wir jetzt niemanden mehr sehen. Und was wirst du jetzt machen im Herbst? Ich? Ja. Hab überhaupt keinen Plan. Ich bin jetzt 15, ich werde bald 16, aber mein großer Traum ist, dass ich will gerne zu meinen Eltern Besuch gehen nach Afghanistan. Eltern ist Eltern. Wisst ihr schon, was ihr macht nächstes Jahr? Ja, ich gehe arbeiten. Ich gehe in der Schule weiter. Voll scheiße arbeiten. Ich will Schauspieler werden oder Automechaniker. Schauspieler werde auch besser. Eines der Mädchen, eine Österreicherin, überlegt, zum Islam zu konvertieren. Ich interessiere mich nicht für Christ oder so, sondern eine andere Religion. Aber wieso glaubst du, dass der Islam spannender ist? Oder was interessiert dich am Islam? Ich will beten und später mal vielleicht Kopftuch tragen. Was ist der Reiz daran, ein Kopftuch zu tragen? Ich finde es spannender und so, nicht so wie andere, einfach bauchfrei und so. Ich will nicht so sein wie die. Später dürfen wir Imran alias Spartakus noch zu Hause besuchen. Er möchte uns sein Zeugnis zeigen. Das meine Zeugnis ist von dieses Jahr. Gut. Spartakus hat einen eigenen Vollzeitbetreuer. Den stellt das Jugendamt. Eines Erwin. Jürgen. Er ist Jürgen. Peter Muschis. Schwerst traumatisiert kommen, verhaltenskreativ. Und unser Haus ist spezialisiert auf für Jugendliche und individuelles Programm. Wenn man das so hinträgt, wie er eben ist, und sind selbst sehr stolz drauf, jetzt, dass er so ist, wie er ist, und hat das gut gemacht. Vor 5 Jahren ist der heute 15-Jährige aus Afghanistan geflohen. Zusammen mit einem älteren Freund, der an der Grenze zum Iran erschossen wurde. Danach hat er sich alleine bis nach Österreich durchgeschlagen. Wie ist eigentlich dein Spitzname zustande gekommen? Wie? Nee. Spartakus. Ja? Ich war dort im Gefängnis in Griechenland und ja, da habe ich gesagt, Sparta, Sparta, Sparta. Jetzt bin ich auch bekannter geworden auf Spartakus. Oder blonde Afghaner kennt mich auch viele. Aber du weißt ja, wo du in Griechenland warst, warst du erst 10 Jahre alt, oder? Ja. Und da warst du im Gefängnis mit 10 Jahren? Es war nicht so ein Gefängnis, es war so, weil jemand, ein neuer Flüchtling kommt und muss man unter 18 ist, er muss 6 Monate oder. Eine Art Schubhaft also für minderjährige Flüchtlinge. Ist bekannt. Hier mein Zimmer, trink mal Tee und schau mal mein Zimmer, sag ich. Ja. Spartakus hat für uns extra afghanische Süßigkeiten besorgt. Die Vorhalle habe ich von Afghanistan gekommen. Nur die da. Von Afghanistan. Und ja,
Ich mag eigentlich Ruhe, da schlafe ich. Und da, wo ich war, auf Anfang in Österreich diese Auto hatte gehabt. Das Auto hat er im Flüchtlingslager bekommen. Ja. Fast ein Jahr war ich unterwegs. Afghanistan, dann Pakistan, Iran, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn, dann Österreich. Das erste Foto in seiner neuen Heimat. Seine Familie hat ihn damals auf die Reise geschickt, weil er blond ist. Ich wollte einfach nichts dort leben, weil war bei mir gefährlich. Ich schaue nichts wie Afghan aus. Und wenn ich dort irgendwo unterwegs bin, die Leute denken sofort, dass ich von Amerikaner bin oder von CIA irgendwen. Und dann keine Chance dort, bitte. Von seiner Mutter hat er kein Foto. Er gehört zur Volksgruppe der Paschtunen. Frauen fotografieren ist unerwünscht. Dafür hat er einen Vorhang von seiner Mutter bekommen. Der soll ihn immer an sie erinnern. Wir sind Paschtunen und wir dürfen von keiner Frau Foto machen oder in Facebook geben oder so selber behalten auf Handy. Wir mögen nichts einfach das. Und wir wollen auch nichts, dass unsere Frauen oder unsere Geschwister jemand sieht. Du bist jetzt an Feiern, gell? Ja. Mach's gut, du rufst mich an. Okay. Wenn du später kommst, rufst du an, so wie immer, gell? Und einen schönen Tag noch. Ja, vielleicht hab ich gerne Akku. Ich komme, wenn du nicht an Gras rufst, ich dich an, okay? Ja, melde dich. Ciao, alles Gute. Die Tür ist auch kaputt. Wir sind in einer afghanischen Moschee zum Freitagsgebet eingeladen, dem wichtigsten Gebet der Woche. Afghanische Frauen sieht man heute nicht. Die beten am Samstag. In der Predigt geht es heute um aktuelle Zeitungsschlagzeilen. Kriminelle afghanische Flüchtlinge. Der Prediger sagt, wir müssen verhindern, dass sie solche Sachen tun. Denn das fällt auf uns alle zurück. Für das Gebet wollen die Männer unter sich sein. Die Reporterinnen werden gebeten, draußen zu warten. Seit 40 Jahren herrscht in Afghanistan Krieg. Rund 37.000 Afghanen leben mittlerweile in Österreich. Der Zustrom ist in letzter Zeit stark angestiegen. Die meisten sind alleinstehende junge Männer. Seit 2 Jahren ist er in Österreich, hat er noch mehr diese weiße Karte. Das heißt, der ist nur geduldet und sonst gar nichts. Der ist auch seit 1,5 Jahren da. Es ist nur mehr, keine Kostenkredit. Er hat nicht einmal ein Interview. Abdul Ghani Nazari ist der ehemalige Obmann dieser Moschee. Außerdem ist er im afghanischen Shura-Rat. Das ist ein Waisenrat, der versucht, Probleme der Gemeinschaft zu lösen. Vor allem die der jungen Flüchtlinge, die hier nicht arbeiten dürfen und oft nicht wissen, wie sie die Zeit totschlagen sollen. Beten und dann hier in die Moschee kommen, manche Leute hier treffen, das war's. Er geht ins Fitnesscenter, weil damit er sich die Zeit ein bisschen vertreibt. So. Sie helfen den Jungen bei ihren Amtswegen und vermitteln kleine Jobs. Doch seit es auf einmal so viele sind, kommen sie mit der Hilfe nicht mehr nach. Das, was wir können, machen wir. Mehr geht's. Wir sind ja nicht der Staat, wir sind ja nicht die Polizei. Ja. Wir konnten das machen, wie die, was dann da kommen, die machen solche Sachen nicht. Wenn die mich kennen, dann sagen sie, nein, da darf ich sowas nicht machen. Also ist niemand, sie sehen niemanden, ist irgendwie aggressiv gekleidet oder so etwas. Alle sind schön eingekleidet, schöne Frisuren, ganz. Wir haben ja einen Friseur da, das war 5 Euro die Haare schneidet, so gesehen. Das ist kein Geschäft. Aber die, die nicht zu uns kommen, die sind die, was dann ein bisschen Probleme machen. Mit Problemen meint er zum Beispiel die Drogengeschäfte oder die Konflikte mit jungen Tschetschenen im Park. Was die angeht, versucht der Schura-Rat zu vermitteln. Die Schlagzeilen der letzten Monate hätten der gesamten Community geschadet. Spüren Sie, dass als Afghanen, die schon lange in Wien sind, wie auf einmal sozusagen die Stimmung kippt gegenüber Afghanen? Ja, sicher. Das ist einem ich bin selber Taxiunternehmer, mit mir fahren tagtäglich Leute. Oft, dass, wenn sie mich fragen, na ja, Sie sprechen so gut Deutsch, wo kommen Sie her? Und wenn ich sage, aus Afghanistan, ah ja, da ist gestern in der Zeitung sowas gestanden. Ich meine, was soll man denn da sagen? Hm. Ich habe Kinder, meine Kinder sind da geboren. Meine Tochter macht jetzt praktisch Masterarbeit in Biologie. Ein Vater spricht uns an. Er erzählt uns, dass sein Sohn im Park an die falschen Leute geraten sei und seit damals nicht mehr auf ihn höre. Jetzt ist er wegen Drogenhandels in Haft. Gestern hat sein Sohn verzweifelt aus dem Gefängnis angerufen. Sein Vater solle ihm helfen. Du nicht kommen, dann ich gehe in 2 Jahre Gefängnis. Ich habe gesagt, das ist viel besser, wenn du gehst 4 Jahre Gefängnis. Warum? Mit wo kommen Geld? Warum gehst du nicht bei einem nicht angemeldet, du gehst du nicht Schule, du nicht gehst. Aber was war der Grund? Was war der Grund, dass du? Ich weiß, mit einem schlechten Freund, ihr hat vielleicht Druck bekommen und bei mir nicht in Wohnung. Ja,
Und jetzt, Gott sei Dank, Polizei, viele helfen, viele Leute genommen und das ist viel, viel besser. Also viel, Sie viel finden besser. Gut, dass die Polizei so, ja, so das hart sehr, durchgreift? Ja, das ist viel besser. Wenn alle Jungen verstanden, nicht nur gehen schlechte Richtung. Nazari. Das ist auch mein Sohn. Das ist auch brav Sohn. Und sage immer bei mir, wenn ich etwas sage, dann sage ich, okay, Papa, okay, das ist richtig. Aber der große Sohn, wenn ich sage, du gehst in die Richtung, ich habe gesagt, nein, andere Richtung. Er möchte heute die Beamten davon überzeugen, seinen Sohn möglichst lange im Gefängnis zu behalten. Er glaubt, dort würde er zur Vernunft kommen. Zurück auf der Donauinsel bei Oberstleutnant Klug und seiner Sondereinheit. Die Kriminalbeamten halten Ausschau nach verdächtigen Jugendlichen. Gut vorbei, Christian. Art würde die trotzdem mal suchen. Den einen könnten wir uns ja trotzdem anschauen. Welchen? Na, der hat also telefoniert mit dem Schreiber. Da hat mich ja tatsächlich interessiert, wo er hingehört. Ja? Okay. So in aller Ruhe. Der Taschen, glaube ich, hat er auch gehört. Eine Frustrierung. Schaut es euch an, bitte. Wenn er fertig telefoniert hat. Ja. Im gemessenen, angemessenen Rahmen. Die Polizisten machen eine sogenannte Abfrage. Per Telefon werden die Daten durchgegeben und in der Zentrale wird geschaut, ob der junge Mann zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ich bin schon dreimal gesessen. Warum? Wegen Nasenbruch, Kieferbruch. Warum sind das gemacht? Oder warum? Ja, wenn mich jemand angewichst hat, habe ich geschlagen. Scheiße, aber Wahrheit ist, warum soll ich lügen? Wenn man nachschaut, sieht man eher. Ich bin nicht stolz, wirklich. Ich dachte, in Tschetschenien so gleiche Scheiße, aber hier ist ein freies Land. Dankeschön. Danke. Schönen Tag. Ebenfalls. Viel Glück bei der Arbeitssuche. Das ist jetzt ein Paradebeispiel gewesen, weswegen wir eigentlich heute gestreift haben. Ja? Aber er hat ja gar nichts gemacht eigentlich, oder? Heute nicht, Gott sei Dank. Ja. Aber er ist schon amtsbekannt. Also er hat Vorstrafen, auch in die Richtung, was wir gesprochen haben, Körperverletzung und so weiter. Und ja, das ist einfach für uns die Erkenntnis. Der Herr hält sich da auf. Wenn er sich da aufhält, wissen wir natürlich, dass er da nicht allein ist mit. Sondern unter seinesgleichen eigentlich da ist. Also da haben wir schon recht damit gehabt, da halten sich diese Gruppierungen auf und das zahlt sich durchaus aus, dass man immer wieder herschaut und einfach einmal die Szene eben entsprechend aufarbeitet und schaut, was los ist. Zurück in Floridsdorf bei Said und seiner Clique. Was ist da vorne? Ja, ich will diese Kupplungsding sein. Du kennst dich nicht. Das, liebe Leute, das nennt man ein Motor. Ja? Das ist dieses große Ding da. Der Rest ist unwichtig für euch. Ist das so ein Hobby, dass man gemeinsam in den Motor reinschaut? Ja, manchmal, wir stehen einfach so Hose auf und. Aber bastelt ihr da viel rum am Motor? Oder? Ja, wenn was kaputt ist oder wenn wir was dazugeben wollen, ja. Said fährt oft für seine Mutter einkaufen. Er helfe ihr, wo er kann. Er sei der Älteste und fühle sich verantwortlich. Fast alle. Seitdem mein Vater gestorben ist, egal wo ich bin, Mutter ruft mich Minimum am Tag 10, 20 Mal an, fragt, wie geht's dir, was machst du? Sie macht sich immer Sorgen. Ich bin jetzt kein kleines Kind mehr, aber für sie bin ich noch immer klein. Auch wenn ich jetzt 30 wäre, ich wäre ein kleines Kind für sie. Und das liebe ich an sie. Meine Mutter ist einfach die Beste. Meine Mutter hat mich zweimal das Leben gerettet im Krieg. Immer wenn ich Geld gebraucht habe, sie hat mir Geld gegeben. Meine Mutter hat mir alles gemacht, ich liebe sie über alles. Ich würde sogar für sie sterben. Falls irgendwer meine Mutter anfassen würde, mir wäre egal, ob ich Gefängnis bekomme, bin 5 Jahre, ich würde für sie sogar sterben. Egal. Draußen, wenn ich mit meiner Mutter rausgehe, ich schaue jeden Mensch an, ob ihr meine Mutter schlecht oder schief anguckt. Weil meine Mutter wird keiner belästigen oder irgendwas, meine Mutter wird nichts darüber gesagt. Meine Mutter hat viel für mich gemacht, sie hat viel für mich durchbestanden. Na, über meine Mutter lasse ich nicht schlecht reden. Eins würde uns noch interessieren. Warum sind so viele der österreichischen IS-Kämpfer Tschetschenen? Said hat keine Erklärung, aber er kannte einen von ihnen. Er war so, soll ich sagen, ein Player, ein Frauenheld, immer mit Mädchen unterwegs, immer gut aussehend. Gut aussehender Junge war er. Und seitdem, dann von irgendwann, habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Und er ist verschwunden. Und dann von seiner Mutter habe ich erfahren, dass er in Syrien verstorben ist. Da habe ich mir gedacht, was für ein Scheiß hast du gebaut. Ne? Hast unnötig dein Leben kaputt gemacht. Es wird ja gesagt, wenn man Selbstmordattentäter oder diese mit Bombe irgendwas platzen lässt, dass man 7 Frauen bekommt. Davon habe ich nicht gehört. Mein Stiefvater kennt Koran auswendig und da steht das nicht drauf.
wir halten schon immer seit Tschetschenien, wegen dem Krieg, seit diesem Krieg halten wir schon immer zusammen. Wenn ich jetzt da sehen würde, dass irgendein Landsmann von mir Probleme hat, ich würde irgendwo da in der Nähe parken, aufsteigen und ihn fragen, brauchst du Hilfe oder irgendwas. Zusammenhalt ist bei uns an erster Stelle. Das ist das Wichtigste überhaupt? Ja, ja. Aber woher weißt du überhaupt, ob das ein Landsmann ist? Ja, man erkennt es durch Aussehen, ja. Wie? Wenn da jetzt auf der Straße ein Tschetschene geht, du erkennst den? Ja, nicht immer, aber an sein Gesicht und an seinen Gang. Wir Tschetschener haben irgendwie andere Gang, wenn wir gehen. So immer zwei Hände in Tasche oder irgendwie, ich kann es Ihnen nicht erklären, vom Gesichtsausdruck her, von Sprache her erkennt man es. Am Stephansplatz. Hussein Iskanov hat eine Solidaritätsdemonstration für die Ukraine und gegen die Russen organisiert. Er stellt uns seinen Freund Herbert vor, einen großen Verehrer der tschetschenischen Kultur. Unser österreichischer Freund Herbert gibt Hand. Und Sie sind immer dabei? Ich bin immer dabei, schon seit 2 Jahren. Und ja, ich kann nur eins sagen, die Tschetschenen, wo sie gehen, sind alle in Ordnung. Der Österreicher, wo es wissen von einem Österreicher, ja, schaut eh nur auf sich selber. Ach so, das heißt, was Ihnen auch taugt, ist sozusagen der Zusammenhalt unter den Menschen. Unter den Menschen, der familiäre Zusammenhalt, da ist jeder für einen anderen da. Das gibt es ja bei den Österreichern immer. Weil was machen die Österreicher mit den alten Leuten? Die werden abgeschoben, ganz einfach. Das gibt es bei den Tschetschenen nicht. Er hat schon. Ich habe einen Ring, den Tschetschener-Ring. Braucht man nur die Fahnen anschauen, das kriegt genau das Gleiche. Das tschetschenische Wolf. Das Wappen. Wappen, ja. Und jeder Stern, glaube ich, ist Teil, oder was? Neun Sterne. Neun Sterne, 9 Teile. Wo haben Sie den her? Kauft echt über 20 Euro. Auch Frau Iskanova und 5 der 6 Töchter sind da. Hallo. Und die Mama. 5, ja. Und die Mama. Noch eine arbeitet, ist nicht da. Herbert Feigl ist Frühpensionist. Er hat viel Zeit und ist deswegen fast immer mit dabei. Was sagen denn Ihre Freunde dazu, dass Sie jetzt hauptsächlich nur mehr mit Tschetschenen unterwegs sind? Ich habe mich von meinen Freunden abgesondert. Ich war früher auch rechtslastig. Interessiert mich nicht mehr. Das ist ein lauter Kasperl. Rechtslastig? Was heißt das? Naja, ich habe ihn Küssel gut kennt. Ich kenne die Intendären, ich kenne die Pegida, die Leute. Das ist alles nichts. Wo ist der Kasperl-Theater? Wo da sind wir die Tschetschenen rüber. Das ist ein Patriot. Das ist dann wenigstens noch für die Heimat. Das heißt, Sie haben fast eine neue Familie gefunden, irgendwie. Kann man genau, das so sagen? Genau. Das sind gut. Wir sind noch einmal bei Ahmadullah eingeladen. Willkommen, willkommen, willkommen. Grüß Gott, willkommen. Dürfen wir rein? Willkommen, bitte schön, komm. Heute ist der höchste muslimische Feiertag, Bayram. Das Ende des Fastenmonats Ramadan. Willkommen, willkommen bei uns. Willkommen, bitte, dass unsere Zimmer aber Schuhe noch aussehen. Ja, bitte. Bei uns normal. Gratulieren, Bayram oder Achta. Bei uns sagt Achta. Da gratuliert man sich. Ja, gratuliert. Wer wohnt denn jetzt hier alle? Ich wohne mit Umed Jabachel, Safi Ahmad und Dam. Ja, Mirwes. Und wir wohnen alle 4 Leute da. 2 Zimmer und so weiter. Und ich bin Besuch. Bayram ist eigentlich ein Familienfest. Allein, es fehlen die Frauen. Jetzt, wir sind alle, die Galle, ohne Familie. Weißt du, und bei uns im Kultur gibt es nur Eltern suchen Frau. Nicht wir, ja, Liebe oder so, dort gibt es keine Liebe. Keine Liebe oder so. Nichts gibt es nicht. Gibt es aber versteckt, aber nichts. Koschdawade. Bei uns? Koschdawade. Koschda heißt Parlob. Verlobung und heiraten heißt Wade. Wade. Und fertig. Dann du kannst deine Frau sehen. Ohne das kannst du nicht.